So, irgendwo war hier die Bettdecke. Ich glaube, die war hier oben sogar gleich. War die nicht hier drin? Ja, war sie. Sehr gut. Bettdecke, Gummihandschuhe. So, und hier war, glaube ich, nichts weiter. Und hier unten, ja, hier unten sind wieder irgendwelche Leute. Du willst ja wieder die Kette haben, ne? Kriegst aber nicht so. Bäh. So, dann können wir gleich wieder raus, die Bettdecke. Guck mal, das ist. So. Das ist so Kleinigkeit. So Kleinigkeiten, die aber tierisch nerven, ganz ehrlich. Ja, und ich. Ah, die Steuerung, du. Meine Güte. Wobei ich mich natürlich auch mal frage. Ich meine, das sind so zwar Kleinigkeiten, die zwar stören, aber die jetzt nicht spielentscheidend sind. Ich frage mich nur, aber wie können solche Fehler nicht auffallen beim Testen? Na toll. Na, was haben wir? Oh, okay, keine Nachricht. Dann ist das wohl erstmal gut. Mal kurz gucken. Ich sehe gerade keine Wölfe. Trotzdem mal außen rum. War das hier mit dem Händler? Ich glaube ja, ne? Das war das letzte Haus auf der linken Seite, wo man drauf zugeht. Ist wohl ein neuer Ort entdeckt. Ja, du sollst auch reingehen. Danke. Ich weiß nicht, wozu. Ich drück tausendmal. Oh, Mann, oh. Ja, so, ich würde sagen, wir kaufen auf alle Fälle erstmal ein Zelt. Darauf sollten wir auf. Ja, Nomadenhändler, wissen wir. So, Verbandsrolle machen wir noch nicht. Wir kaufen uns. Oh, 481, das ist natürlich geil. Wir kaufen uns ein Lagerzelt. Wir können uns natürlich auch zwei kaufen: Pistolenmunition, Dietrich, Bügelfalle. Ah, Bügelfalle, Schmerzmittel, Funkgeräte, Akku, Rattenfalle, Gewehrmunition, Schlingfalle, Sicherung für Umspannwerk, Fertiggerät. Ich muss ja nicht zwingend alles gleich auf einmal ausgeben. Ich würde aber sagen, wir kaufen uns noch zweimal C4 noch dazu. Verbandrolle, Pfeile. Gut, dann können wir nämlich das Zelt gleich hier vorne aufstellen. Das werden wir gleich hier direkt nebenan hinsetzen. Und damit wir nämlich dann hier eine Anlaufstelle haben für das Dorf zum Looten. Vielleicht hier vorne hin. Können wir ja hier so hinsetzen. Wir setzen uns hier vorne mal hin. Da setzen wir es hin. Zelt platzieren. So. Super. C4 haben wir alles da. Bettdecke. Bettdecke würde ich ganz gerne safen. So. Einen Augenblick schlafen. Da haben wir wegen schon mal die Bettdecke safe und wir haben wieder einen Platz mehr. Und wir brauchen wieder was zu trinken. Cool wäre es, wenn der Ecolite uns auch mal ein bisschen was mitbringen könnte. Wenn wir sagen könnten, so hier, bring uns mal ein Stückchen Fleisch mit. Das wäre schon äußerst praktisch. Wir brauchen jetzt noch ein Baumwolllaken und Maschendrahtzaun. Maschendraht. Ich meine, hier in der Nähe war auch noch eine Höhle. Wenn ich mich jetzt nicht irre, war hier in der Nähe noch eine Höhle. Wir gehen mal hier oben längs. Ich glaube, hier war eine Höhle. Entweder, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Bin mir gerade nicht sicher. Doch, das hier war die Höhle.
glaube, hier werde ich auch nochmal so einen Wegweiser setzen. So, platzieren. So. Wunderbest. So, bitte lass hier kein Wolf sein. Vorsichtig reingehen. Kohle. Kohle werden wir 100 pro auch eines Tages brauchen. Aber bis jetzt habe ich hier noch nie was gesehen oder kennengelernt oder sonst irgendwas, was man nicht nachher auch brauchen kann irgendwie. Also ich denke mal, dass es auch die Kohle treffen wird. Auch die runde Scheiße hier. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie anziehen wirkt. Vielleicht ist es ja vielleicht sogar für die Wölfe sogar ganz interessant. Weil die dann vielleicht irgendwas Fremdartiges riechen, also beziehungsweise irgendwie sprengen und platzieren. Wollen wir den öffnen? Birdtech verwendet C4, selbstgebaute Sprengladung, um ihn zu aktivieren. Ja, der hilft uns natürlich, ne? Aber gut, lassen wir den auch nochmal. Weil ich möchte das C4 erstens mal für die Essenswagen es nutzen. So, was haben wir hier noch? Seeds. Seil lang. Ja, wir brauchen eigentlich alles so ein bisschen hier. Auch Metalleimer, das sind alles so Sachen. Die werde ich früher oder später definitiv brauchen. Habe ich ja auch schon gesehen, nur... Ja. Ich brauche erstmal andere Sachen. Ich brauche andere Sachen und ich habe nicht tausendmal Platz und Zeit... Und auch nicht die Möglichkeit. Ich habe jetzt zwar in der Nähe, habe ich zwar ein Lager, aber da müsste ich erstmal wieder schlafen gehen und etc. pp. Und das ist ja auch nicht gerade so schlau. So, wo gehen wir jetzt Richtung Norden? Wir gehen mal Richtung Norden. Maschendraht. Also hier war kein Maschendraht. Da müssten wir eventuell... Müssten wir sonst zur Kirche zurück und dann wieder nach oben. Dann weiß ich so einigermaßen, wie wir dann zur Höhle kommen. 6 Uhr morgens haben wir. Was zu trinken brauchen wir noch. So langsam. Also eine Flasche Wasser können wir uns locker reinziehen. Und hier war das Diner. Richtig. Dann wird sich hier auch was zu essen. Was zu trinken finden lassen. Und was zu essen. Ja. So, hier mal schnell was schnell gucken. Platin. Ich weiß nicht. Draht lang. Kann sein, dass wir sowas wirklich brauchen. Ja. Was, zweimal? Ah ne, das war derselbe Automat, alles klar. Wollte schon sagen. Ah, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Reis gekocht nehmen wir natürlich mit. Papierbecher. Ich weiß nicht, ob wir nachher auch die Papierbecher brauchen. Beans gekocht. Die können wir uns eigentlich gleich mal so reinpfeifen. Suppe gekocht, können wir uns auch mal reinpfeifen. Macht das Sinn? Ja gut, wir haben noch. Reis gekocht, ziehen wir uns auch mal rein. Und dann Popcorn nehmen wir auch mal so mit. Oh, halt. Oh, ob das noch nicht alles verschimmelt ist, der ganze Krempel hier, du. Brauch eher was zu trinken. Dosengemüse. Neues Ereignis. Kopfschmerzen. Christoph ist dehydriert und leidet unter schweren Kopfschmerzen. Handwerk dauert länger und dein Teammitglied ist streitlustiger. Verwende Schmerzmittel, um dein Teammitglied zu heilen. Oder warte ab, bis sich Christoph von alleine erholt hat. Wir wissen ja, wo das endet. Team Handwerk wollten wir... So, du kannst erhöhtes Lagerfeuer. Kannst du machen... Das wäre auch mal nicht verkehrt hier. Benötigt für Lagerschneefang. Getrichter
Gummischlauch, Eiskühler, Rattenfalle, Lagerfeuerfackeln, gefährliche Tiere fernzuhalten. Ah, okay. Lagerzelt klein, Kochstelle. So. Da gucken wir später. Lager, geil. Lager können wir machen. Schrauben, Siebdraht, kurz. Siehste. Das solltest du eigentlich mal bauen, mein Freund. So, Maggie. Handgenerator, Schneebesen, Motor, Kleindraht. Achso, müssen wir auch nochmal bauen. Siehst du, wir müssen sowieso mal zurück dann zum Lager. Müssen wir eh, weil uns, glaube ich, das Lagerfeuer, das hat ja auch nicht mehr, hält ja auch nicht mehr allzu lang. Ja, natürlich ein bisschen doof. So, Echo Light, Inventar. Gut. Da war alles gut. Mehr oder weniger. Messer, das nehme ich auch mal kurz mit. Was ist das? Schmieriger Lappen. Okay. Ah, Kaffee. Ja. Ach, guck mal, das brauchen wir auch noch. Wie viel Platz brauchen wir denn da? Muss das hier. Scheiße, ich muss das hier irgendwie. Ich glaube, ich lasse das Messer auch nochmal hier. Das war ein bisschen doof. Warum kann man das nicht hier irgendwie mal so ein bisschen. So, Peaches. So, dann sind wir wieder voll, ne? So, okay, super. Dann nehmen wir das erstmal wieder mit. Schicken den Kram nach Hause, beziehungsweise wir müssen ja eh nach Hause. Wir müssen ja eh nach Hause. Was soll's. Dann können wir auch den Handgenerator mal ansetzen. Das Wetter hat sich geändert. Das ist nicht schön. Ach, hier komme ich. Ach so, jetzt komme ich doch hier lang. Oh. So, wir gehen direkt nach Hause, weil ich glaube, ich muss noch ein bisschen das Feuer schüren. Und dann müssen wir noch was essen. Naja, was trinken vor allem. Mal gucken, dass wir dann auch den Schneefänger, dass wir den dann auch mal gebaut bekommen. Aber dafür brauchen wir noch einen Schlauch. Schlauch brauchen wir dafür noch und was war das noch? Ein Sieb? Müssen wir gleich mal gucken. Obwohl, können wir auch jetzt machen, ist ja wurscht. Ereignisse, was wollte ich denn? Die Höhle. Die Höhle wollte ich eigentlich nicht. Maggies Rezepte. Handwerk. So, Handwerk. Zack, was braucht er jetzt dafür? Ein Trichter und einen Gummischlauch. Ein Trichter und einen Gummischlauch brauchen wir noch. Trichter und Gummischlauch. Wo hatte ich denn die Gummischläuche? Wo hatte ich die denn noch gefunden? Ich meine, beim letzten Mal hatte ich die Gummischläuche auch in der Werkstatt gefunden. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine ja. Maschendraht brauchen wir auch noch. Vielleicht sollten wir direkt gleich als nächstes zu der Höhle latschen. Das war ja der eigentliche Plan, dass ich nochmal nach Hause laufe, mich dort entleere und dann nochmal Maschendraht hole. Dann können wir eigentlich auch das C4 im Lager lassen, weil dann haben wir erstmal was anderes zu tun. Und dann holen wir uns das C4 halt eben wieder raus, wenn wir dann auf Jagd gehen, in Anführungszeichen. Das Gleiche.
Ach, siehst du, das Feuer ist aus. Das habe ich mir schon fast gedacht. Bettdecke, ja, die verbrennen wir gleich. Brett groß, komm, scheiß drauf. So, wir machen die aber nicht auf voll. Und wir sollen natürlich Christoph helfen. Das machen wir nicht umgehend. Schmelzmittel, bitteschön. Und reicht das Finden? Nein, reicht nicht. Gut, Handwerk. Handwerk, so, Lager. Du sollst das Lager bauen, dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Lagerfläche im Echo. Okay. So ein bisschen was trinken muss ich. Trinkvorräte 380, Nahrungsvorräte 291. So, ich packe mal alles wieder zurück und nehme nur Kampfbogen. Waffen. Was zu trinken muss ich haben. Wasserflasche groß. Trinken. So. Noch eine Wasserflasche klein. Naja, wollte ich eigentlich gar nicht so. Trinken. So. Haben wir. Gut. Laufen wir wieder los. Wir holen uns Maschendrahtzaun. Ich will hoffen, dass da keine Würfe jetzt unten drin sind. Obwohl doch gerade jetzt müssen noch die Wölfe da sein. Die sind doch nachts meistens draußen und tagsüber doch in der Höhle, oder nicht? Oh, jetzt, gerade jetzt kommt einer, weißt du. Na, keine Meldung? Na, das ist gut. So, Maschendrahtzaun. Was hatte ich hier jetzt noch markiert? Einmal kurz zur Kontrolle. Das Stroh. Ach Mensch. Ja, okay. Komm, gehen wir erstmal zur Höhle. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt mal extra zurückzulatschen. Versuchen wir uns erstmal Maschendrahtzaun zu holen. Ich meine, bin mir nicht ganz sicher. Normalerweise sind die Wölfe doch gern nachts draußen. Naja, hoffen wir mal das Beste. Muss man nur vorsichtig in die Höhle reingehen. Nicht, dass uns da gleich ein Wolf anfällt, das weiß ich eben nicht. Da müssen wir gleich echt gucken. Da sind nämlich schon die Wölfe, siehst du? Einmal großzügig außen rum. Vielleicht haben wir Glück, dass jetzt tatsächlich keine Wölfe zu Hause sind. So, mal einmal ganz kurz vorsichtig gucken. Ja, ja, ist ja gut. Nein! Mistvieh. Nein, nicht ducken, du sollst weglaufen. Oh. Gut, das können wir uns also auch sparen. Scheiße. Mist. Ah, dieser scheiß Wolf, dumm. Okay. Was ist hier noch in der Nähe, wo wir hin könnten? Da ist nichts. Gen Norden, das ist, glaube ich, auch nicht so schlau. Jacob. Ereignisse. Christophs Handlung. Nimm den Signalverstärker aus dem Lager. Blaine Handlung Höhle. Rezeptbuch. Blaine Handlung Signalverstärker. Kirchendach beschädigt. Können wir nicht markieren. Bettdecke haben wir. Baumwolllaken, Maschendraht fehlen uns.
okay, nimm mal Christophs Handlung. Ich geh mal. Wieder zurück. Scheiße. Wo haben wir denn noch Maschendraht gefunden? Da war noch mehr Höhlen. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr, wo die sind.